Sunny Bonani, meine Freunde der Macht und willkommen zurück zu Let's Play Disney Infinity 3.0 mit dem Len 16 und dem Drachenburschen. Wir spielen das Rise Against Empire Playset und wir haben auch letztes Mal sehr intelligent gewesen. Wir haben gesagt, uns fehlt ja noch eine Münze. Auf Hot. Ja, es hat aber keine Münze gefehlt. Wir haben mittlerweile eigentlich alle Münzen. Also wir hatten auch die Sepp-Münze schon. Deswegen kriegt der Len jetzt auch gleich den Sepp, wenn er möchte. Ja. Möchtest du? Ja, lass mich nur kurz und dann... okay, du kannst es schon mal runternehmen. Okay, kannst du... Das ist dein fliegender Wechsel, oder? Nee, hat glaube ich nicht. So, ja, aber du bist nicht mehr geflogen, deswegen war es kein fliegender Wechsel. Glückwunsch, du hast den Besitz übernommen von Sepp. Das heißt, wir haben jetzt euch alle Figuren gezeigt, die wir haben. Momentan alle Star Wars Figuren. Hey, ja. Wo ist dein cooler Stab? Sehr cooler Stab, ja. Wechsel mal die Waffe. Wie? Schieß mal. Ach, der kann nur mit dem Stab schießen. Ah. Oh mein Gott! Okay, sonst greift er im Nahkampf an. Das wundert mich jetzt, aber ich hätte jetzt gedacht, er kämpft mit dem Stab und. Na gut, man lernt nie aus. Oh Mann. So, machen wir weiter mit der Hauptmission oder erst noch die eine Nebenmission? Was meinst du? Machen wir erstmal Tontons. Tontons! Hilf mir, das. Achso. Hilf mir, das Alpha Weibchen, die Anführerin der Tauntaun hier, ist in Panik geraten und weggerannt. Sie hat sich irgendwo da draußen verirrt. Bitte bring sie zurück. Frauen spielen zu sprechen ist immer super. So, ja. Du musst auf okay machen. Okay. Len hofft, dass nicht noch mehr Text kommt von ihr. Ja, ich wollte vorlesen. Du darfst den nächsten vorlesen. Egal wer es ist, du darfst ihn vorlesen. Versprochen, Len. Nee, das will ich nicht mehr. Dann mach halt nicht auf okay. Es geht los. Es geht los. Oh, ich kann ja keinen Machtsprung. Finde das verehrte Tauntaun. Was? What? Haben wir nicht schon mal Tauntauns gesucht? Ja. Jetzt müssen wir nur eins finden, oder was? Na egal, 75 Meter ist auf jeden Fall weg. Mhm. Ich wollte mal Dings noch aufrüsten, fällt mir da gerade ein. Ja, das kannst du ja. Ich habe ihn. Hatte ich den noch gar nicht verbessert gehabt, den Kennen? Ich hatte doch den. Den Sprung hatte ich doch. Ja, doch, stimmt. Fernangriffverbesserung brauchen wir nicht. Was hat der als Machtfähigkeit? Das interessiert mich sowieso. Verbessert nach der Aktivierung Kanes Bewegungs- und Angriffsfähigkeiten. Naja, gut. Warum nicht? Macht ihn also einfach stärker. Ich brauche hier deine Hilfe. Hätte gedacht, er hätte eine coole Machtfähigkeit oder so. Es ist eine Falle. Dass die das sagen, wundert mich aber irgendwie. Ich warte, Hilfe ist gleich auf dem Weg. Fernangriffer, nee, Kane ist Nahkämpfer. Was hat das? Was bringt? Was? Das letzte Tauntaun. Schadensupgrade, ja. Hau rein. So. Ach, du hast schon gefunden? Ja, ja. Ist das nicht der letzte Einhorn oder so, der Film? Ja, deswegen der Witz. Ach so. Habe verstanden. Ja, so unähnlich wie Einhörner sehen sie ja auch nicht aus. Ja. Ein bisschen. Es sind halt zwei Hörner. Vielen Dank. Die ganze Herde dankt. Wobei, wenn es durch den Kopf durchgeht, also das Horn durch den Kopf durchgeht beim Tauntaun, dann wäre es ja auch ein Einhorn. Naja, es hat am Kopf auch nochmal vier. Ja, das sind aber Höcker und keine Hörner. Das sind, wieso sind, Höcker? Was? Ja, richtige Hörner sind das nicht. Willst du dich da drauf hocken? Ja, nein. Auf Kamelhöcker setzt man sich ja auch nicht. Ja, aber dazwischen. Ja, aber deswegen heißt er ja trotzdem nicht Höcker. Woher kommt dann der Name Höcker? Fahren wir doch lieber mit dem Schlitten, Len. Wenn man sich nicht drauf hockt. Wie wär's mit einer Schlittenfahrt? Oh, warte, warte, ich hab nur einen Spieler gemacht. Ja und? Ist doch egal. Achso, jetzt kommen wir automatisch und kommst du trotzdem, okay. Ich rechts, du links. Ja, das ist richtig, so teilt sich der Bildschirm immer auf. Ja. Na, dann schauen wir mal, ob wir alles kriegen. Oh, verdammt. Oh, der Rote, ich will den Roten. Oh, ja. Gott, das sind sehr viele Ringe. Doch gut. What the hell? Ach, das muss man zerschießen, die Bombe. Verdammt. Oh, ich bin reingeflogen. Ja, ich auch. Ach so, ja, das ist blöd gewesen. Nein! Wenn du auf die Bombe schießt, dann machst du... Oh Gott, wie... Oh, ich hasse Fliegen. Habe ich das schon mal gesagt? Nein. So, wir haben eine Medaille, das reicht mir. Ah, alles weggenommen. Flugmissionen sind doch witzig. Wir haben außerdem nur 41 Sekunden. Treffer. Jawoll. Hab's geschafft. Triple. Triple Kill. Nichts. Monster-Kill. Und? So, jetzt fliege ich mal langsam. Jawoll. Und alle... Jawoll. Hey, wir können auch die goldene. Es geht auch auf die andere Seite. Ja. Das, glaube ich, gehört oh zu Gott. Den... Oh ja, oh ja, oh ja. Das sind zwei hintereinander. Oh, das hat gar nicht mal so viele Punkte gebracht. Das gehört, glaube ich, eher zu den machbareren Aufgaben hier.
Also da könnten sie jetzt wieder. Schießt die Bombe kaputt! Ich bin gerade schon gestorben. Nein! Wie viel hat gefehlt? Nicht so viel, oder? 85. 85, echt? Ja. Na Len, meinst du nochmal oder? Ja, wenn du willst. Ja, nochmal. Wenn du willst, dann kann man das schon machen. Ja, Flugmission mache ich schon gerne. Wie viele Herausforderungen gab es hier sonst noch so? Nicht mehr so viele, oder? Ich glaube nicht. Keine Ahnung, 30, also 5. 5. Okay, 2 haben wir schon gemacht, oder? Misch die dritte sein, oder? Was? Misch die dritte sein, oder? Weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, was wir alles gemacht hatten. War das schön zu schießen in der Mitte. Jawohl. Ah, nicht gut genug. Nicht gut genug mitgenommen. Jetzt vielleicht hier das Ding in der Mitte. Jawoll! Da ist das Ding in der Mitte. Ist einfach langsamer durchfliegen, dann kriegt man auch mehr von den Ringen. So, ich bin direkt auf die andere Seite durchgeflogen. Oh. Nein, was tue ich denn da? Silber und Bronze sind relativ nah beieinander. Gold dann schon nochmal. Oh, warum fliege ich denn da lang? Das war mir auch gerade, warum ich hier gerade lang geflogen bin. Oh, da oben gab's noch Zeug. Hi. Ja, hi. Ah, wie kann man denn immer so eine Zeug vorbeifliegen? Man sollte echt mal lernen zu bremsen. Wir haben 925 Punkte. Du warst ziemlich gut aufgeräumt dieses Mal. Hä? Du warst diesmal ziemlich gut, habe ich gesagt. Danke. Goldmedaille. 7 Sek. Oh, wir haben's. Wir haben die Goldmedaille, ja. Wir haben's. Muss ja gar keine Punkte mehr einsammeln. Nö. Also eine Glanzleistung von dir. Irgendwo hast du da richtig viel erwischt gehabt. Ja, ja. Euer Highscore. Gut. Sagen wir nicht nein, oder? Ich bin der Beste. Okay, Len darf nicht so oft gewinnen, das tut ihm nicht gut. Ja. So, ja, und dann tut mir mehr als gut. Können wir mal wieder eine Hauptmission machen, oder? Wo ist mein Springen? Bitte, bitte, wo ist mein... Ah, da ist er. Oh, Gott sei Dank. Nee, in der Farbe sieht das Haus nicht schön aus, wir machen es wieder weiß. Das ist hier besser getan. Warte mal, haben wir nicht noch eine Hauptmission? Achso, ich kann sie nicht sehen, weil du da gerade drin bist. Mhm. Wenn Len in den Menüs ist. Wait a second. Klauen raus. Oh, möglichst Sepp das... Das Wandkrabbeln. Okay. Das ist Spider-Man ist es doch, oder? Ja, ja. Das ist Spider-Man. Wow. Den haben wir ja auch noch. Wow. Wir könnten ja auch die ganzen alten Figuren haben wir ja auch noch von Marvel und so. Aber die kann man hier, glaube ich, nicht verwenden, oder? Ich weiß nicht genau. Ich kann höher springen. Weil doch eigentlich nicht verwenden können. Schauen wir mal, was ich noch für Punkte versetzen kann. Was ist denn seine Fähigkeit? Schockmanöver. Aktiviert den Elektromagneten an Zeb's Bow Rifle und ermöglicht ihn damit Spezialkommandoangriffe auszuführen und erhöht den Schaden. Achso, das ist dann die Spezialfähigkeit, nimmt er dann, das kämpft er dann so wie er normal kämpft. Finde ich schade eigentlich. Ja. Wäre cooler gewesen, wenn er immer damit gekämpft hätte. Mal sehen, wie sieht mein athletischer Sprung aus? Nicht so hoch. Ich finde ihn sehr schön, Len. Aber nicht so hoch, spring mal du. Ja. Das heißt, ich muss nochmal 4 Punkte darin investieren, damit ich genauso hochspringen kann wie du. Geil! Dafür ist es dann aber auch ganz cool, denke ich mal. Naja. Du bist mit deinem Punkt investieren zufrieden? Ja, ja. Oder habe ich eigentlich verbessert gehabt? Ja, ich hatte verbessert. Ich habe noch. Oh, 7 Punkte. Okay, nee. Bin nochmal beschäftigt. Komm. Ach, da kommen die Flitze raus. Flotte Anzeige. Nee, brauchen wir nicht. Ich verbessere mal meinen. Was ist das? Kanans Manöver? Kanan schleudert seine Gegner Luft, bevor er eine Salve aus seinem Blaster abgibt. Am Ende einer Combo beim Treffen des Gegners. Okay. Das probieren wir auf jeden Fall mal aus. Meist Schadensupgrade. Ah. Maximaler Schaden. So. Len, ich sag dazu nichts mehr. Aber es ist cool, dass ich jetzt auch dieses Combo-Dingens jetzt für Kanan hab. Oh, Len. Das kann man ja nicht mit anschauen. Ja, warte ich mal lieber auf den Len. Ziel, Len, was tust du da? Bitte. Einfach annehmen. Einfach die Mission. Einfach die Mission annehmen, Len. Tu mir den Gefallen. Ich find's super. Du gestresst aus. Nein. Willst du Dampf ablassen, indem du zur Übung ein paar Trainingsziele in einem Snowspeeder in die Luft jagst? Natürlich. Ja, haben wir das nicht letztes Mal schon gemacht? Da haben wir nur die ab. Draußen gibt es viele Ziele. Schieß so viele ab, wie du nur kannst. Aber knacke nicht meinen Rekord, okay? Du musst doch hier noch prahlen können. Oh, Len. Die sind so geil! Die sind so geil! Die sind... Oh Gott, also Len ist beschäftigt, dann mache ich halt unsere Zielmission. Wir haben übrigens Zeitlimit. Ich komme da aber nicht hoch. Oh. Ist gar nicht so leicht, die Dinger zu fliegen. Ach, mittlerweile kann ich es ziemlich gut. Das
bist auch mehr geflogen als ich, glaube ich, mit denen. Ja. Wow, Kamera. Aber hier, aber nur hier. Im Battlefront werden wir das ändern. Ja, das werden wir sehen. Ja, werden wir sehen, ja. Sehen wir dann in der Beta. Werden wir sehen, wir dann treffen uns in der Beta, Len. Ja, du kannst mehr Beta spielen, ich weiß. Ich bin 3 Tage vor der Beta nicht zu Hause. Oh. Kannst erst nach 3. Weißt du, die Beta ist draußen und ich kann dann 3 Tage erstmal nicht Battlefront spielen. Ah. Naja, egal. Mehr zu überlegen. Künste Mutter die Truppen wirklich auf. Was machst denn du? Ich wollte den Angriff von oben wagen. Hast mich dann aber doch umentschlossen. So viele schöne, komische Zieldinger. Jawoll. Wenn man die ja treffen würde, wäre super, ne? Genau meine Meinung dazu. Das hatte ich sehr unterstützt. Oh, es gibt schon wieder eine neue Mission. Was willst du denn haben? Energieprobleme haben wir. Mann, Mann, Mann. Nix als Probleme auf diesem Planeten. War das Absicht? Ja. Die Echo-Station unter Fernüberwachungsposten wurde deaktiviert. Wahrscheinlich durch einen Droiden. Was? Du musst da rausgehen, auf den Turm des Postens klettern und ihn reaktivieren. Ganz einfach. Los mit dir. Yay. Das ist der Punkt. Sieht aus wie der Starktower ein bisschen. Los mit dir. Ganz entfernt. Was müssen wir jetzt machen? Strom wieder in die Echo-Basis bringen. Ach so. Unsere Peilsender haben noch mehr von den Wurmpassen. Sie scheinen die Botschaft noch bekommen zu haben. Ups. Mann. Scheiße. Meine Fresse. Ach, Len. Ach, Len, ach, Len. Den da oben hatten wir gemacht, die Herausforderung. Was machst du? Nichts Gutes. Okay. Was müssen wir nochmal machen? Dahin fliegen. So, ich bin da. Bin auf dem Weg. Und jetzt? Müssen wir das enteisen? Ne, den Druiden wahrscheinlich in die Wampe umbringen, die da in der Nähe sind. Oh, da wäre ich doch lieber in meinem Teil drin geblieben. Ja. Verdammt. Deswegen bin ich auch noch in meinem Gleiter hier drinne. So, hat's Nummer was gebracht, dass du im Gleiter warst? Ja, Nummer 1 habe ich schon getötet. Ich habe auch einen getötet. Cool, stell dir denn vor. Ich glaube, wir müssen nach da oben irgendwie das aktivieren, oder? Ja. Ja, dann geh du mal da hoch. Oh, ich habe es geschafft, sogar noch mal einen Flieger oben drauf zu parken. Es ist leicht voll mittlerweile hier oben. Mission erfüllt. Das war doch einfach. Level aufstieg. Wir haben momentan keine Mission. So, da wieder rauf. Und dann wieder zurück und dann machen wir nächste Hauptmission. Nein, ich komme da nicht mehr hoch. Du hättest meinen Flieger nehmen sollen. Hätte ich. So. War mir nicht so danach, Len. Tut mir leid. Ach, da haben wir schon wieder eine Nebenmission. Ja. Wow. So. Schneegleiter fliegen macht Spaß. Ja, definitiv. Fliegen macht allgemein immer Spaß in Spielen. AT-AT. Ah, oh, So weit sind wir schon, ja. So weit ist es mit uns schon gekommen hier, Len. Oh. Befürchte fast, dass wir schon bei Episode 5 sind. Ja, das habe ich mitbekommen, dass wir bei Episode 5 sind. Auch storytechnisch. Ja. Greift uns mit einem AT-AT-Kampfläufer an. Wir müssen unsere Top-Leute rausschicken. Schlägt das Imperium etwa zurück? Ich weiß es nicht. Lass es uns herausfinden. Die Kampfläufer werden zum Hauptstromgenerator laufen. Wenn der ausfällt, sind wir erledigt. Ich brauche dich da draußen. Erledige den AT-AT. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Bereit? Wow. Unsere taktischen Analyse musst du auf die Beine zielen. Beschieß sie mit allem, was du hast. Ich habe aber nichts. Haben wir nicht irgendwelche Fahrzeuge oder so? Ja! Wir mussten den AT-AT daran hindern, unsere Basis auseinanderzunehmen. Bist du bereit? Oh. Ich habe ihn nackig gemacht. Ja. Wow, wow, wow! Wow, schau dir mal an! Boah, ist der Finish-Move geil. Ich mache hier gerade einen auf Luke. Okay. Ja, wir hätten auch Luke nehmen können, den haben wir ja auch noch, aber wir wollen ja jetzt mal die Rebels-Figuren gerade mal zeigen. Du willst? Ja, ihr wolltet auch schon die
sehen, die Rabbids-Figuren. Es wurde danach verlangt. Können also auch mal wieder die anderen übernehmen. Ich hab die Batterie rausgenommen. Okay. Warum bist du nicht kaputt? Ja, so richtig kaputt sieht er noch nicht aus, gell? So, jetzt hat er. Man muss mehrere Batterien rausnehmen. Okay. Oh Mann, oh, ich kann keinen Finisher mehr machen. Ja, da musst du alle Beine, wahrscheinlich an jedem Bein, warte mal, da mache ich auch einen Bein mal. Komm, geh kaputt. Genau, so, jeder darf mal ran hier. Oh, hoch mit uns. Hoch. Nein, ich bin runtergefallen. Echt, da ist noch eine Batterie? Ja, ja, es sind immer... Meine Vermutung stimmt, bei jedem Bein musst du einmal hochklettern. Das ist aber gut. Ah, schon wieder runtergefallen. Alter, was machst du? So schwer ist das nicht. Ja, meiner springt immer so komisch. Ja, dann lass mich das machen. Nee, jetzt bin ich schon hier. Nein, dann lass mich das machen. Ah, du kannst dich um die unten kümmern. Jetzt will ich mal ran. Auf geht's. Noch eine Etage nach oben. Und dann hier einmal rüber. Einmal die Batterie. Kaputt schießen oder rausnehmen? Rausnehmen, kaputt schießen. Beides. Ah, okay. Wow. Ah. Ist normal. Irgendwie weit rausgeschmissen worden. So schwer ist das doch nicht. Was? Ich hab's ja geschafft. Hä? Ich hab's ja geschafft auf meiner Seite. Nach dem vierten Versuch? Ja, jetzt weiß ich ja dafür, wie es geht. Oh, da geht's hoch. Verdammt. Ach. Nein, es geht höher, nachdem man die vierte Batterie rausgenommen hat. Schau, das war davor nämlich nicht da. Natürlich. Das hier. Siehst du? Ja. Bist ja. du da hochgeklettert? Nee. Siehst du? Dafür darfst du ihn dann ganz erledigen, glaube ich. Ja, habe ich ja auch gerade. Ich kann es bloß nicht sehen. Toll. Hat man bei mir wunderbar gesehen. Ja, ich habe auch auf deinem Bildschirm geschaut. So, Nummer 1 wäre kaputt. Wo ist eine andere? Bleiben nur noch 4 andere. Das sind unsere. Ah, jetzt kriegen wir eine schnellere Methode. Ob die schneller ist, ist die Frage. Die imperialen Schurken geben nicht auf. Nutze das Gelernte, um die angreifenden imperialen Kräfte auszulöschen. Okay. Was? Nutze das Gelernte. Ich sehe nichts. Ah, jetzt hat er. Ah. Ah, so. Oh, okay, wir fliegen jetzt zurück. Oh, näher. Direkt. Ah, ja, aber so versteht man das. Ja, doch, ist ganz gut zu verstehen. Und tschüss. Gemeinschaftsproduktion, oder? Ja, Mann. Da legst die nieder. Toll gemacht. Bei dem haben wir das auch gleich nochmal. Wenn wir schon dabei sind hier. Oh, oh, ich geh unten. Das ist die Risikovariante. Ich flieg unten. Du fliegst möglichst hoch. Ja. Ich hab gesagt, möglichst hoch. Das war hoch. Wäre ja langweilig sonst, wenn hier nicht ein bisschen Herausforderung dabei wäre. Schön. Und jetzt wieder weg hier und dann... Nein, ich will es mir anschauen. Ah. Warte mal. Ich will was probieren. Oh, oh. Verdammt, ich bin daneben gesprungen. Vergiss es, mach ihn kaputt. Noch einer. Gut gemacht. Weiter so. Bin dabei. Okay, ich versuch's nochmal. Lass mich nochmal kurz versuchen. Okay. Lass mir Zeit. Ja. Ich will nämlich oben drauf landen. Aber warum darf man nicht... Da ist nämlich ein blauer Taste. Ja. Was macht der? Er leuchtet blau. Yes! Ist ihn rausgehauen? Ja. Schön. Pass auf. Ich könnte ihn jetzt kontrollieren. Okay. Ich hätte ihn jetzt kontrolliert. Ach, das war den ich gerade... Okay. Ja. Tut mir leid, Len. Kein Problem. Aber es sind 5 auch, wie im Film. Ich versuch auf den nächsten zu gleiten. Okay, du hast den nächsten auch schon wieder angegriffen. Okay. Ich will doch nur einen AT-AT starren. Ja, ich kann noch mal wegfliegen, aber ich sehe ihn da. Du kannst Kreis. Oh, okay. Ja, aber nicht kaputt. Einer kommt noch, den will ich. Den will noch ich steuern. Okay. So. Noch ein Willem-Scream. Hast du es vorher nicht mitbekommen? Nee, ich hab's vorher nicht gehört gehabt. Okay. Nein, das Gerät steht genau drauf. So, beeil dich, sonst lege ich nie bitte. Siehst du? Ich kann's steuern. Nicht schlecht. Ein Traum wird wahr, oder? Wow, no way. Warte mal, ich lasse kurz los. Oder? Sag mal. Ja, ich kann jetzt. Panic Button! Geh nach links, nicht zu uns! Nein, nicht nach rechts, da geht's ja zu uns! Hey, Len, lass ihn uns darüber trampeln! Lass ihn seine eigene Fernbedienung kaputt machen! Panic Button! Ah, ist das schön! So, und jetzt war es gerade.
Komm, lass uns einmal umdrehen. Lass uns einmal umdrehen. Ja. Versuchen wir damit einen anderen AT-AT zu zerstören. Ja. Gibt's noch einen? Nee, es müssen, glaube ich, alle gewesen sein. Es sind, glaube ich, fünf. Fünf war, glaube ich, auch fünf. Sehr schön. Aber wir hätten sie gegeneinander lenken sollen, das wäre schön gewesen. Ja. Geh vorwärts. Hau ab. Hau ab. Gab's da umsonst noch irgendwas, wo man ihn hätte irgendwie ausschalten können? Ja, du kannst halt hinten auf das Teil drauf springen. Ah, okay. Ja, auf dann. Das rote. Hey, da, du hast meinen Snowspeeder jetzt runter vom Teil. Ja, da hast du wieder Snowspeeder, freu dich doch. Okay, wir wissen, die Viecher zertrampeln Snowspeeder gerne, deswegen. So, ich schieß mal nicht, damit er nicht auf dich schießt. So. Ey, ich hab meinen auch noch oben drauf gepackt. Moment. Problematisch wird's, wenn wir den jetzt. Meiner steht halt perfekt drauf. Ja, komm, mach meiner kaputt. Auch. Yeah. Okay. No. Ich will noch. Ich will noch schießen. Noch mehr AT-ATs aufkreuzen, erledige sie. Bezweifle ich, dass er noch mehr aufkreuzen. Das war so gut. Das war so gut! Das war echt cool, die Mission, oder? Ja. Schließ die Mission ohne Abschleppseil ab. Na, wäre natürlich auch gegangen. Aber, naja. So, und Action. Komm. So springe ich dann ganz hoch. Das ist aber gar nicht so toll. Ben ist nicht begeistert von seinen neuen Hochspringen. Ich habe gehofft, ich springe höher als du. Okay. Das war spring dir mal. Okay. Das war dir nicht vergönnt. Warte mal, ich kann auch springen. Warte, stellen wir uns direkt nebeneinander. Da okay, und dann auf 3, 2, 1 durchgedrückt werden. 3, 2, 1. Ziemlich gleich. Ziemlich gleich, ja. Haben wir ausprobiert. Ja. Ist abgehakt. Der Part von Disney Infinity 3.0 ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Wenn du in Zukunft kein Video mehr von Disney Infinity 3.0 verpassen willst, dann solltest du unbedingt meinen Kanal abonnieren. Und natürlich lohnt sich's auch immer, auf meinen Facebook, Twitter, Google+ und Instagram Seiten vorbeizuschauen. Dort bekommst du immer die neuesten Infos zu mir und meinem Kanal. Die Links zu den Seiten findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!